Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir Abal erreicht, Wavels alte Heimat, und ja, sieht ein bisschen anders aus, als wir das Dorf verlassen haben, oder? In den ersten Folgen, so in den ersten 4-5 Folgen. Und ja, ob das nicht noch schlimm genug wäre, alle sind am Leben, ja, das ist schlimm. Und wir haben auch herausgefunden, dass Luffyset noch am Leben ist. Also ja, den tun wir mal einen Besuch abstatten, weil darauf freut sich, weil wird doch bestimmt, ne? Und gucken wir mal, was hier los ist. Eisen und Rokuro haben die Gruppe verlassen und prügeln sich wahrscheinlich, um zu gucken, ob das hier alles eine Illusion ist. Und ja, da können wir sogar hin. Ach nee, da ist Wavels Haus. Ich dachte, hier wird das schon. Silly me. Ist ja nur ein paar Monate her, seit ich hier war, ne? Und ja, ist mir auch ein bisschen alles, weil ich halt alles hier so Friede, Freude ist, aber wir werden ja sehen, was hier als nächstes passiert, ne? Vielleicht schon in diesem Part. Ich verdächtige ja diese eine Olle aus Tales of Berseria, dass die irgendwo hier rumläuft und Illusionen macht und so. ニコたちが操られてるっていうの?わからないけど。メルキオルの術か。だとしても。私には通じないわ。あなたという人は人は苦痛には耐えられる。 傷が開いちゃうよ。あったかい。本当に生きて。あの日以来ずっと眠ったままなの。 祠に倒れてるのを見つけてね。怪我は治ったけど、ずっと目を覚ませなくて。それでも生きてるなら、ね。Was ist das? ラフィの目を覚ます方法。死の俺。 Es ist wirklich so gut, dass der am Leben ist, aber nicht aufwacht.元気がしょんぼりのようじゃが、そんなことないよ。ベルベット、よかった。え、あなたもライフセットって言うんだ。すごい偶然ね。あ、悪かったわね。なんか気にしていません。これからどうします？今晩は。 久しぶりにライフセットの好きなもの作ってあげてよ。スープとかなら飲めるし、匂いにつられて目を覚ますかもしれないよ。そうしよっかな。買い出しの間見ててくれる？うむ、苦しゅうない。僕も手伝っていい？お願い。味見してもらわないといけないから。 Wer ist auf jeden Fall voll ausgewechselt. Ein bisschen offensichtlich. Die tun ihr eigenes Bro-Adventure erleben irgendwo. Gegen Drachen und Bestien kämpfen. Leben und Tod. Ich
わかりました。あなたの感覚を信じます。クーマのことはろくろたちに任せて、私たちはベルベットと一緒にいましょう。ありがとう、エレノア。マギル、あなたはどうします？もちろんわしはどっちでもいい。そうそう、今ですよね。でもマギルーもありがとう。いいんですか姉さん。どうせなるようにしかならぬ。 Sie durchschaut die Illusion, ne? Ja, ist das vielleicht ein günstiger Zeitpunkt zu sagen, dass ich nicht so sehr viel Geld habe? Nein! Ich habe nicht genug. Nein, das wird jetzt von, das wird jetzt jedes Mal passieren, wenn ich an so einem blöden Ding hier vorbeilaufe, oder? Ah, Muskatnuss, sehr gut. Aber warte, cool. Ah. Jedenfalls, Magelu, die sieht doch, die durchschaut da irgendwie, das hat eine Illusion ist oder irgendwie sowas, ne? Die sieht wahrscheinlich alles, wie es hier in echt ist oder so. Und er wahrscheinlich tun wir hier mit Leichen und sowas reden oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, oh, viele Ausrufezeichen. Ja, dann reden wir mit allen.謝るって何を？アーサーのこと。以前はあの人のことをペテン氏みたいに言って、お前もつらく当たってしまったけど、あの人がいなかったらこの村は3年前に滅んでいたと思う。本当に。いや、俺も、あの人のことを信じていなかった。命を救ってもらって初めてあの人の凄さに気づくなんて。はい、ごめん。恥ずかしいよ。Vielleicht wie wer wird hier die Hühner abschlachtet? 俺たちのせいじゃないかってずっと後悔してた。どうか許してくれ。そんな私は3年間どこに行ってたんだ。身寄りのないお前が一人で暮らすのは大変だったろう。Ich habe Leute getötet, Dämonen gefressen, Priester getötet, Stadt angezündet.俺たちにできることなら何でもするから、お前さえよければ村に戻ってきてくれよ。 Ich könnte jetzt die Klamotten vom damals irgendwie anziehen, die Dorfbewohner-Klamotten. Deswegen tut wahrscheinlich niemand hier irgendwie sagen, was, wie siehst du denn aus, ey? Berbetto,久しぶり じゃないか. Ja,相変わらずだな. Will ich auf den Arm nehmen? 相変わらずって何よ? ニコニはもうあったか？あったわよ。あいつも相変わらず元気だったろ。っていうかみんな相変わらずだろ。そうかもね。そういえばオルとトロスは？あの犬たちも相変わらずさ。さっきでかい剣を背負った男と目つきの悪い黒い服の男に出くわしてビビって逃げちまった。ロクロウと相変わらず。相変わらず臆病なのね。ベルベットの相変わらずって何？ Was? War echt? Es ist nicht die irgendwie zerrissene Klamotten oder so, diese aufdringliche Art, wie sie rumläuft, oder diese extrem langen Haare oder verbundene Arm oder sonst irgendwas? Ne, nein, Make-up. Vielleicht sagen die fast genau das gleiche wie in den ersten Folgen, ne?
ウリボアと戦う時は気をつけるんじゃぞ。突進してきたら鼻にパンチでしょ。違う。目を狙うんじゃ。砂をかけよ。わかった。砂で目ね。引く耳を持つようになったか。砂。砂。お前ももう16歳だものな。そうね。16歳?確かあなたは19歳じゃ。いいのよ。 Er konnte die Macht beeinflussen und er schuf Sand. Ja, ich muss mir mal angucken. ゴーマ病。この世の終わりなんて思っていたが、この3年間でそんな不安はなくなった。ありがとうございます。タイマシ様に頼ってばかりだったけれど、この村も変わったのよ。ゴーマの人たちも、タイマシ様から教わったりして 倒せないまでも追い払えるようになったの。もちろん定期的に。いや、なんで、これがゴーマ病も出てないし、平和なもんだ。お前の姉さんのことは本当に残念だったが、その分、お前はライフセットには楽しく生きてほしいよ。早く目が覚めるといいわね。ね、きっと目覚めるわ。 Vielleicht weiß, weil das hier alles eine Illusion ist und genießt einfach nur einen Moment, ne? Bitte umsonst, ich habe nämlich kein Geld. Danke. Ich kann auch riechen, du hast kein Geld. Deswegen läufst du auch so rum. Warum kann das nicht immer so bleiben? Velvet ist irgendwie die große Schwester von Elvet. Velvet ist die große Schwester von Eleanor irgendwie. Irgendwie so kam das gerade rüber. Das fand ich voll putzig. Velvet weiß es doch jetzt auch. お店でのベルベット楽しそうだったね。本当に栄養のバランスが取れて無駄のない食材選びも見事でしたが、何より明るくて自然だった。きっとあれが本当のベルベットなんだね。ええ、家庭的で弟思いな普通の女の子、あのままでいられたらよかったのに。そしたら友達と苦しゅうないって 笑っていられたのにな。アルトリウス様の妹のベルベットクラウとして。ああ、普通の女の子はあんまり苦しゅうないなんて言わないのかな。そういう普通じゃない会話を普通にできるのが幸せな普通の女の子なんですよ。いや、was das angeht。Eisenlader bricht。 Was ist Thomas? Wir kommen auch alle ein klar. Das ist ein nettes, friedliches Dorf. Auf den ersten Blick jedenfalls. Es ist zu schön. Hey, was ist doch hier los? Es ist offensichtlich, dass hier irgendwas stinkt. Ja, nein, den Erdrohr. Hm, okay. Wir müssen zum Morgana-Bezirk. Okay, haben die gesagt, also. Ne, da ist das, oder? Na, warte mal. Wo muss ich lang? Okay, da ist das Haus, meine Güte. Mann, bin ich blöd. Wo muss ich denn jetzt hin? Da. Ah. Hier gibt es also auch Stachelschweine. Ich darf nicht vergessen, irgendwie Katztruhe dazu finden. Wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas, genau wie im Dingens. Dieser eine Strand
Stadt, Dorf. Und ich kann eher erstmal eine Weile nicht zurückkehren, ne? Oder wie soll ich denn jetzt hier 200 Dinge auftreiben in der kurzen Zeit? Das geht doch nicht. Wo denn? Was? Ja. Diese drei. Was? Wie können diese Level 3 Viecher hier mit all den anderen Viechern in der Gegend überleben? Das ist aber nicht der gleiche Wald wie damals, ne? Da sind wir doch an der anderen Seite irgendwie umlaufen. Also ihr wollt mir jetzt sagen, diese Level 3 Viecher hier mit diesen Level 57 oder was auch immer, welches Level die sind, hier irgendwie im Einklang leben. Da finde ich doch ein bisschen schwer zu glauben. Warte mal, wo der eine Stern ist, war da nicht irgendwie der Stufe Rot Gegner, den wir erledigt haben? Ich dann gegen die kämpfen müssen? Nee, ne. Warte mal. Warte mal. Ah, verdammt. Wenn ich mit dem Geobot über schwächere Gegner ja rüber fliege, surfe, dann auch oh, Kochlevel oben. Ich will noch nichts Neues bekommen. Magilo, ne? Wenn ich über schwächere Gegner mit dem Geobot darüber fliege, dann werden die automatisch erledigt. Ich dachte, er würde klappen, ja, mit dem Stachelschwein. Ich habe noch 4 Charaktere, also sollte ich vielleicht. Weiß nicht. Vielleicht keine Erfahrungspunkte sammeln. Na, überlevel ich mich hier. Oh, ich möchte mich ja nicht überleveln, während ich Rokuro und Eisen nicht dabei habe. Oh, sehr gut, sind noch ein paar Dinger. Du willst auf mich losgehen? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich bin 40 Level höher als du. Meint der, könnte ja was reißen, ey. Muss ich mal den hier auf Wurf gerade gegen so einen Stachel. どうかした?うん。ちょっとかわいそうだなって。わかります。この売り場たちも家族だったのかもしれません。残酷ですね。人間もそうね。そんな感じ忘れてた。けど仕方のないことよ。生きるためには食べなきゃならないんだから。仕方ないことじゃな。確かに。 ja, Magilo. Ich mag es irgendwie nicht. Irgendwie ist mir halt unheimlich, wenn Magilo ernst ist. Wenn sie irgendwie solche düsteren Sachen hier von sich gibt. Wenn sie allgemein ernst ist. Warte mal. Nee, das ist eine Sackgasse. Okay. Ich würde sagen, wäre ich irgendwie einen anderen Weg gegangen. Vielleicht war ja da irgendwo was. Ist hier noch was? Also will die nicht rein. Boah. Vielleicht haben Rokuro und Eisen ja irgendwas herausgefunden. Simone hieß die, oder? Von Tetris Hysteria. Ich wette, die ist irgendwie dahinter. Die taucht doch hier gleich bestimmt auf. Vielleicht ist mit ihr ja gleich passiert.
嬉しいことはちゃんとあったんですよ。お腹いっぱいご飯を食べたり、新しい友達ができたり、そして恋をしたり。そう、恋を。恋？あ、何を言わせるんですか、ビエフ。照れなくてもいいんです。普通の女の子の幸せ第一位は初恋の思い出なんですから。多分ベルベットにも思いを寄せた男子がいたんじゃないですかね。いや、ニコ、初恋の思い出ベルベットにも。そういう言い方はやめてください、ビエフ。はっきり言っておじさん臭いですよ。ガーン、僕はまだ150歳なのにおじさん扱いされたです。ビエーン。とは言うものの、ベルベットの初恋の相手には、やっぱバギルは nicht an diesem Alter nah dran. Wenn Bienfu schon 150 ist. そうですか。男の子ですね。Aber okay. Wissen wir von einem Malakir, wie alt er ist. Also Edna ist definitiv über 1000 Jahre alt, also Eisenschwester. So wie wir halt jetzt hier rausfinden, die ist ja schon am Leben und so. Ja, pf, da. Ist irgendwie klar, wenn Eisen hier auftaucht. Ja, will ich speichern? Nee, ich werde schon schaffen, wenn da irgendwas kommt. Hallo! Okay. Er sah jetzt so aus wie damals. Ich Geld nur. Ich habe keinen einzigen Geld zu bekommen. Ich habe immer noch 3500. Aber es sieht schon so ein bisschen aus wie hier damals in dieser scharlachroten Nacht. Angst. So gut. Ototo no koto wa kiita. Yokatta na. De, omae wa dou suru ki da? Mura wo shirabete ta no ne. Na, Misaki no hokura wo sagurou to shitara tomerareta.清涼に立ち入りを禁止されているそうだ。クーマがいるならそこだろうな。俺はクーマを引き剥がす。罠なら戦いになるはずだ。罠でなくともこの平穏はなくなる。私がしてきたように。Ja, wenn wir Interior nie entfernen, ne? お前がここ。Bricht ja wieder die Bosheit aus. 俺は清涼と戦う。止めたければ。力すく。待て、ベルベット。一日だけ待つ。覚悟が決まったら岬に来い。俺もそうするよ。明日どうするかはお前次第だ。Ist er nicht in ihrer Schuld? Immer noch? その見ての通り。ゴーマよ。3年前、あんたたちを襲ったのも私。聞かない。ゴーマでも、ベルベットはベルベットだよ。怖いけど、怖くない。私、誰にも言わないから。また前みたいに暮らそう。みんな一緒に行こう。Ja, was wird wohl die Entscheidung sein? Hoffentlich müssen wir ihn nicht selber treffen.味見をしたライフィゼットに花丸じゃな。明日はシチューを作ってあげるね。これって、あ、カノヌジの古文書。しかも最後まで書いてある。ベルベット。ねえフィー、ちょっとでいいから。あんたの羅針盤を貸してくれない？お願い。Sie will den kaputt machen, oder?
Was ist so da? あんたと同じように海の向こうのことを考えていつか旅に出たいって言ってた。それそうだ。ね、バック。目が覚めたらあんたとはいい友達になれるかもね。ずっとこんな風に暮らしてたんだね。ベルベット。何よ、突然。 Pudding, dann habe ich mir auch schon so gedacht. Jetzt wird's unheimlich. Skashi, Aswa, du sollst mal die Magiru. Jumeo, ja, zu der.夢が何ですか？あるぞ。とある特殊な精霊を使った術じゃ、霧と共に相手の後悔を取り込み、幸福な夢に閉じ込めるという。後悔を取り込んだ。幸せな。岬に行くわよ。今から？突然どうしたんですか？お姉ちゃん。 ベルベット、行かないで。僕のそばにいて。これはフィーの羅針盤なの。ごめんね、ラフィー。ただよ、待って、お姉ちゃん。僕を。 捨てないで。わあ。まさかこれって岬の祠へクーマを引き剥がす。 Verdammt, und hier ist immer neue Truhe. Sie irgendwas? Nee, ne. Eine Seele, geil. Und ja, Magilo. Warum hat sie nichts gesagt? Ja, schon was angsteinflößendes, so habe ich so ein Gefühl. Also ja, hab ich. Finde ich. Ich habe so ein Gefühl, ich finde das etwas angsteinflößend. Ach man, ich komme wahrscheinlich hier nie wieder zurück und krieg diese verdammte Truhe nicht, ne? Sieht's doch mal aus. Alter. Seid ihr alle Dämonen? ベルベット、来たか。ベルベット、お連れさんを止めてよ。どうしても祠に行くって聞かないの。清涼が立ち入りを禁止してるんだ。そんなことされたら俺たちが罰を受けちまう。ニコ、やっぱり私はひどいやつだよ。全部取り戻せるかも、忘れられるかもって思った。自分のためにラフィーを言い訳にしようとしたけど、忘れていいはずがない。 あの子は死んだんだから、理由もわからず殺されたんだから。許せない、絶対に許せない。どけ、さもないとまた食い殺す。なんで
本当よ。Ja, aber ich würde sagen, den Kampf beginnen wir erst in der nächsten Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, dann bitte hinterlasst doch mal ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.